Fernab vom kleinen Bruder und dem Rest der Familie arbeitet Tademils als Hirte im benachbarten Rappenalttal. Heute ist er früh aufgestanden. Ein Quartierwechsel steht bevor. Für gute Weideflächen muss er mit seiner Herde ständig weiterziehen. 2 Wochen war er auf der Speicherhütte. Heute wechselt er auf die 300 Meter höher gelegene Trifthütte. Was ist die Herausforderung am Regen? Ja, der Regen läuft jetzt, aber wenn es einen Nebel hat, dass wir alle mitnehmen, dass wir alle sehen. Und ja, dass keiner vom Weg abrutscht. Aber normal hilft nichts. Drinnen wirken alle noch recht verschlafen. Anna ist im 5. Monat schwanger. Sie und Tade erwarten ihr Baby im November. Könnt ihr sehen, was ihr jetzt vorhabt, wie es jetzt weitergeht? Jetzt sammeln wir alle zusammen und gehen neu mit den Eiern. Und holen dann mit den Esel das Gepäck neu. So bleibst du mal. Ja. Und oben die Hütte, ist die anders wie hier? Ja, jetzt eine Dusche oder so, ist halt in der Warmwasser gibt's dort. Aber das überlebt man. Das muss jetzt auf jeden Fall damit rein. Ja, eigentlich alles. Vom Häs bis zum Weidezaungerät und Radio. Und für uns, wenn wir Salbe oder so, wenn wir Verletzungen haben. Und ja, nichts vergessen. Wie viele Jahre machst du das jetzt schon, also als Hirte? Jetzt 3. Jahr in dem Berg. Also warst du 18, wie du angefangen hast? 19. Mit 18 war ich noch vor Rundralt. War das immer schon so dein Berufswunsch? Ich bin es seit Kind eigentlich so gewohnt, ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Anna, wie bist du auf die Eifel gekommen? Also, ich war früher mit meinen Eltern auch schon und dann jetzt halt durch die Tade war das dann selbstverständlich eigentlich. Also ich kenne auch nicht ganz ohne. Ich habe zwar dann in der Ausbildung, hatte ich halt auch bloß nur im Urlaub hier Kinder, aber da habe ich dann nur 2 Jahre geholfen, wo mir vorher wartet. Und dann ist das eh schon beim Tade losgegangen und dann genau, war das da gleich wieder geregelt. Das passt also. Ja, genau. Wie oft kommst du jetzt hier? Wenn es geht, jedes Wochenende halt und halt im Urlaub. Da probiere ich dann halt, dass ich ununterbrochen da bin eigentlich. Zweihundert Kühe müssen sie heil den Berg hinaufbringen. Zur Hütte sind es nur 1,5 Kilometer, aber der Weg ist an manchen Stellen steil. Ihr Gepäck haben sie unten auf der Hütte gelassen. Die Hirten müssen den Weg also noch ein zweites Mal gehen. Beim Tragen helfen ihnen die Esel Gustl und Lucia. Sie sind mit ihren gut 20 Jahren zwar nicht mehr die Jüngsten, aber immer noch rüstig. Auch die Hühner reisen mit. So gibt es bei den Hirten zumindest immer frische Eier auf der Hütte. Der Regen wird unterdessen immer stärker. Sind die das gewöhnt, die Lasten zu tragen? Ja, die haben diese Vorgänger, also der Beckett, die Mama hat das schon öfter für mich. Macht den Esel die Last was aus oder mehr der Regen? Ja, nein, bei mir sind sie durch. Ja. Das nützt alles nichts. Wir müssen es selber machen. Zur Trifthütte führt nur dieser eine Weg. Kein Fahrzeug kommt hinauf. Im Frühsommer haben die Hirten deshalb Fleischkonserven, Nudeln, Getränke
sowie Kraftfutter fürs Vieh mit dem Hubschrauber auf die Hütte fliegen lassen. Ganz abgeschieden, am südlichsten Ende Deutschlands, befindet sich ihr Ziel. Die kleine Hütte liegt gleich unterhalb des Grenzpunkts, der Tirol, Vorarlberg und Bayern voneinander trennt. Alle sind vom Regen vollkommen durchnässt. Zuerst wird das Vieh versorgt. Tade Milz und sein Freund Thomas Hartl verbringen als Hirten den ganzen Sommer zusammen. Anna und die anderen Helfer gehen wieder zurück ins Tal. Drinnen gibt es weder Strom noch warmes Wasser. Gekocht wird auf dem Holzherd. Warum kommen die da rein? Dass sie den Stall gewöhnt werden, dass sie wissen, wo sie hingehören. Und später führt er aber sie nur noch, dann lassen wir sie schon raus. Was hast du dir da abgeschaut bei deinem Papa im Sommer? Ja, mein, der Umgang mit dem Vieh. Und ja, wenn du jetzt eine Kranke hast, die behandeln, das Fachten treiben schon an oder melken. Eigentlich alles. Und kennt er die Gegend hier auch? Ja, wir sind einmal eine Runde gelaufen, was man mal zeigt. Also, wenn man mal weiß, wo ich im Sommer bin. Also arbeitet ihr gut zusammen? Ja, ja. Kind schlimmer sind. Ja, super. Könntet ihr euch vorstellen, selber mal auch eine Hütte zu pachten? Es ist halt nicht so einfach, dass man jetzt da bei uns gleich. Es sind halt ziemlich viele, wo sowas wendet. Da kann ich schon mal sehen, dass auf so Alpe hinter Bewerbungen da sind. Man muss halt Glück haben, dass man das da nimmt. Wann wäre es für euch realistisch, euch da auf sowas zu bewerben? Ich weiß es, das muss ich glaube auch, nehmen wir es halt gut. Also wenn jetzt was kommt, wo mir jetzt dann wo nicht ausschlagen kannst oder wo du denkst, das muss jetzt halt einfach in Angriff nehmen, dann muss ich es halt jetzt machen und sonst das kann aber auch nur 10 Jahre düde oder so halt, das kann man glaube nicht so voraussagen. Das muss ja aber bergfrei werden. Ja. Aber es hat ja auch andere Möglichkeiten gegeben oder es hat euch ja niemand gezwungen. No. Nein, das ist ganz. Wir hätten das gern gemacht. Ja. Also. Für mich war nie was anderes in Frage gekommen. Auf der Alpe Osterberg herrscht ebenfalls Aufbruchsstimmung. Am nächsten Morgen muss auch Tobi mit seinem Vieh zu höher gelegenen Weideflächen aufbrechen. Er zieht auf die unbewirtschaftete Gatteralpe.